Ja, hallo, liebe Karin, vielen, vielen Dank, dass du ja bei diesem Interview mitmachst. Ich freue mich riesig darüber und wir kennen uns ja aus der Tu, was du liebst Gruppe oder der Business School von Carl Sundance. Wir haben uns ja auch schon persönlich mal kennenlernen dürfen und es freut mich total, dass du jetzt dieses Video mit mir machst. Und ja, du hast ja einen sehr gut laufenden YouTube-Kanal, wo ich auch sehr, sehr oft reingucke, Videos von dir schaue und ja, immer sehr beeindruckt bin, wie viel Mühe du dir gibst, wie viele tolle Informationen du da auch preisgibst. Und ja, hast ja auch einen sehr, sehr schönen Blog. Und ich würde dich jetzt einfach mal bitten, weil wenn man so sich das anguckt, dann denkt man, du machst es vielleicht schon ja ganz, ganz lange und das ist so alles irgendwie von oben runtergefallen. Aber so ist es ja wahrscheinlich nicht gewesen, sondern es war ja auch ein Weg bis dahin. Und da würde ich dich einfach mal bitten, dass du mal so erzählst von deinem Weg, so was dich begleitet hat, dass du jetzt das tust, was du liebst und ja, was die Stolpersteine vielleicht auch waren, was dich dahin gebracht hat, so in diesem Sinne. Ja, gerne mache ich das und auch von meiner Seite herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Also ich freue mich auch, mit dir das Gespräch heute führen zu dürfen, denn auch dein Kanal inspiriert mich natürlich auch immer wieder. Also das ist ja so ein Geben und Nehmen. Und ja, schön, dass wir einfach diese Informationen auch teilen können mit vielen Menschen, die vielleicht in ähnlichen Lebenssituationen stecken. Und das ist eigentlich auch mein Anliegen auf meinem YouTube-Kanal und auf meinem Blog. Also, dass ich einfach ganz authentisch das teile, was ich erlebt habe in meinem Leben und sich darin vielleicht Menschen wiederfinden können und sagen können, ach Mensch, das ist mir doch auch mal passiert oder in der Situation stecke ich jetzt gerade. Ja, Mensch, dann probiere ich das doch mal aus. Ja, und das ist eigentlich die Intention hinter dem, was ich jetzt momentan mache. Also hauptberuflich bin ich jetzt tatsächlich als YouTuberin und Bloggerin unterwegs. Ich bereite gerade einen Online-Kongress vor, was letztendlich ja auch alles mit dieser Thematik online präsent zu sein zu tun hat. Und teile da eben auch ganz viel Informationen. Angefangen hat es aber, also das, was ich jetzt tue, erst vor 1,5 Jahren. Also im August letzten Jahres fing es eigentlich an, dass ich YouTube-Videos begonnen habe zu machen. Mein Weg hat natürlich viel weiter vorne begonnen. Ja, also ich bin jetzt 50 Jahre alt und habe schon mehr als 20 Jahre im Berufsleben gestanden. Ich war Zahnärztin und ich sag war, weil ich vor 2 Jahren oder 2,5 Jahren aufgehört habe zu arbeiten in dem Beruf, weil es nicht der Beruf war, der mich erfüllt hat. Ja, und viele Dinge in meinem Leben mussten passieren, bis ich tatsächlich realisiert habe für mich, dass das nicht wirklich das ist, was mich glücklich macht. Und dann habe ich auch aufgehört damit und war erstmal so in so einer Schwebe gehangen, weil ich nicht so richtig wusste, wo geht mein Leben hin. Außerdem hat mich auch in dieser Zeit was anderes sehr beschäftigt. Ich war sehr krank und musste erstmal schauen, dass ich mich wieder gesund mache oder heil mache. Und diese ganzen Erfahrungen, die haben letztendlich dazu geführt, dass ich das mache, was ich jetzt mache. Also ich habe ganz, ganz viel Erfahrungen sammeln dürfen in meinem Leben. Einerseits natürlich in meinem beruflichen Werdegang. Da habe ich schon immer die Fühler ausgestreckt nach alternativen Methoden. Also die Schulmedizin war von Anfang an nicht das, was mich komplett erfüllt hat. Also ich habe immer nach alternativen Wegen gesucht, habe mich mit Akupunktur, mit TCM, mit Hypnose beschäftigt, mit Homöopathie. Also das waren immer schon Dinge, für die ich sehr, sehr offen war. Und das hat mir dann in meiner eigenen Lebensgeschichte auch immer geholfen, weil ich mir auch in eigenen Krankheitssituationen auch immer da auch Hilfe holen konnte. Ich habe mich dann erinnert, ach ja, genau, da gibt es ja die und die Technik oder da gibt es das und das Mittelchen alternativ neben der Schulmedizin. Und ja, ich war also, wie gesagt, vor 2 Jahren in so einer Situation, wo ich gedacht habe, okay, also jetzt muss ich mich entscheiden, wie mein Leben weitergeht. Also ich hatte eine Diagnose bekommen, die auch als Option offen hatte, dass ich es vielleicht nicht überleben würde. Und das war so ein
so ein Weckruf einfach für mich, dass ich gesagt habe, so okay, und jetzt, jetzt muss ich da hinschauen. Also jetzt geht einfach gar nichts mehr. Ich muss einfach hinschauen, was ist wichtig für mich in meinem Leben. Und das Erste, was ich gemacht habe, war einfach erstmal Ballast zur Seite schieben. Also das hieß, aufhören zu arbeiten. Also so diesen Alltagsstress erstmal von mir nehmen und dann sortieren. Und um sortieren zu können, habe ich relativ schnell mich mit der Meditation angefreundet. Also das war was, was mir sehr, sehr schnell gezeigt hat, dass es etwas gibt, wohin ich sozusagen flüchten kann, also in Anführungszeichen. Also es war einfach so eine andere Welt, in der ich einfach ja auch die Ruhe hatte, zu sortieren, was ist eigentlich wichtig. Weil wir sind ja durch unsere Erziehung auch ja auf so einen Weg geschickt worden, von dem wir angenommen haben, das ist richtig. Ja, also über viele Dinge denkt man nicht nach, sondern die macht man einfach, weil man die so macht. Und ja, und da habe ich eben vor 2 Jahren angefangen zu überprüfen, ist das, was ich gemacht habe, wirklich das Richtige? Ja? Oder habe ich das nur gemacht, weil man das tatsächlich in unserer Gesellschaft so macht und weil das vielleicht auch von mir erwartet wurde? Ja, und dann bin ich relativ schnell auch parallel zu den Meditationstechniken bin ich auch zur Ernährung gekommen. Also ich habe mich informiert, was kann man eben mit Ernährung alles machen und habe auf einmal, also hat sich da eine Welt für mich geöffnet. Ja, also ich habe auf einmal Dinge gelesen und ich dachte, wow, und das fühlte sich sofort total stimmig an. Also es war gar nicht so sehr, dass der Verstand gesagt hat, das ist richtig, sondern ich habe sofort gespürt, genau das ist es. Also wir müssen einfach unserem Körper die Nährstoffe geben, die er braucht und dann kann er auch funktionieren und dann kann er auch mit Krankheiten umgehen und kann auch deine Selbstheilungskräfte wieder aktivieren. Und das war letztlich der Weg. Also der Weg war Ruhe finden, sich sortieren und dann eben gucken, dass der Körper wieder all das bekommt, was ihn nährt. Und zum Nähren gehören natürlich Nährstoffe auf der körperlichen Ebene, aber dann ging es weiter. Also je mehr ich mich genährt habe, je mehr ich mich von Nahrungsmitteln befreit habe, die mir nicht gut getan haben, also das ging sozusagen zeitgleich. Ich habe viele Dinge aus meinem Speiseplan gestrichen und dafür ganz viele neu dazu gewonnen. Also es ging dann wirklich auch um Wildkräuter, um Heilkräuter, es ging um ja, tiereiweißfreie Ernährung, es ging auch um rohköstliche Ernährung, um Saftfasten. Also das waren alles Themen, die dann auf einmal bei mir auf dem Tisch gelandet sind und die ich alle ausprobiert habe. Und wo ich dann auch ja, Erfahrungen sammeln konnte. Das eine tat mir besser als das andere und ich habe dann auch immer wieder ausprobiert. Also es war nicht so, dass ich sofort wusste, das ist jetzt genau der Weg, sondern also es hat sozusagen eine Reise begonnen, wo ich viel ausprobiert habe. Und dann habe ich gemerkt, dass ich je klarer ich mich oder ja, je sauberer ich mich ernährt habe, umso klarer wurde ich im Verstand und im Geist. Also ich habe auf einmal ja auch mein Gefühl wieder mehr wahrgenommen. Ich habe gespürt einfach, das tut mir gut. Und das tut mir nicht gut und habe viele Dinge, die mir nicht gut getan haben, losgelassen. Also ich habe entrümpelt auf ja, körperlicher Ebene, aber auch in meinem Umfeld. Also ich habe Dinge losgelassen, die mir nicht mehr stimmig erschienen. Ja, das waren auch teilweise natürlich manche ja, also manche Freundschaften, manche Beziehungen, die nicht mehr stimmig erschienen in meinem Umfeld. Leute, die mich einfach nicht genährt haben. Das war jetzt nicht bös gemeint, aber ich habe einfach gespürt, okay, also ich fokussiere mich einfach darauf, was mir gut tut, was mir ein gutes Gefühl bereitet. Und habe auch dann Dinge getan, die mich entspannt haben. Also neben der Meditation habe ich die Natur entdeckt. Also auf einmal habe ich gespürt, Mensch, ich kann so viel Kraft ja, aus der Natur sammeln und bin ganz viel in den Wald gegangen. Also der Wald wurde dann so mein liebster Begleiter. Mhm.
und habe mir in dem Zuge dann auch einen Hund zugelegt, was meinen Kindern natürlich sehr viel Spaß gemacht hat, dass wir auf einmal dann noch ein Haustier hatten. Und ja, also so kam halt eins zum anderen. Es war irgendwie so, als würde ich gar nicht darüber nachdenken, sondern es war so, als würde das einfach zu mir kommen. Okay, ja. So ein neuer Weg einfach. Ne? Ja, also es hat sich einfach, oder es haben sich immer mehr Türen geöffnet. Ne? Also je weiter ich vorwärts ging, umso mehr Türen haben sich wiederum geöffnet. Und auf dem Weg bin ich letztlich immer noch. Also es ist so, dass ich täglich dazu lerne und auch offen bin für neue Dinge. Und auch manche Dinge, die ich vielleicht vor einem Jahr gemacht habe, gar nicht mehr mache. Wo ich dann merke, okay, das war damals wichtig für mich und heute brauche ich das vielleicht nicht mehr. Oder im Moment brauche ich es nicht. Mhm. Und wenn ich es wieder brauche, dann aktiviere ich das auch wieder. Also es ist so, dass ich einfach viel mehr einfach spüre, was mir gut tut im Moment und auch wirklich von Moment zu Moment teilweise entscheide. Was ich vorher nie gemacht habe. Ich habe vorher mein Leben geplant, ich habe strukturiert, ich habe vorausgeplant. Und das mache ich natürlich in manchen Bereichen immer noch, ja, weil wir einfach auch im Alltag stecken und manche Dinge ja, müssen einfach geplant werden. Aber viel an Planung habe ich abgegeben einfach und lasse mich teilweise wirklich treiben und gucken, was kommt. Ja. Wunderbar, ja, das hört sich sehr, sehr gut an, was du erzählst. Jetzt ist es ja so, dass du nicht alleine bist, sondern du hast ja auch eine große Familie. Du hast ja auch 4 Kinder und einen Mann, mit dem du ja auch schon sehr, sehr lange zusammen bist, ja. Ich gesehen habe. Und ja, wie haben die denn eigentlich reagiert? Also so, du hast ja zwar erzählt, dass du früher auch schon immer dich für alternative Heilverfahren interessiert hast und so, aber es war ja dann doch schon ein bisschen ein anderer Weg dann auch, den du dann gegangen bist. Und wie war das für die, als du dann diesen Weg ja angefangen hast zu gehen? Waren die dann gleich da total begeistert oder wie ist es denen damit ergangen? Sind die dann mitgegangen oder wie war das? Und vielleicht ja, und, heute? Ja. Es war unterschiedlich. Es war sehr unterschiedlich. Also meine Töchter sind alle, also sind im Alter zwischen 9 und 23 Jahren. Und also vor 2 Jahren eben zwischen 7 und 21 Jahren. Und da war es so, dass bei den Kleinen war es so, dass die sehr offen waren für alles Neue. Also irgendwie hatte ich so das Gefühl, die hinterfragen das nicht so und denken nicht, oh, was ist mit der Mama gerade los? Also jetzt ist aber echt extrem, was sie da macht, ja. Und bei den Großen kam dann schon so ab und zu mal so, was ist denn das jetzt, ja? Oder jetzt übertreibst du gerade ein bisschen. Das war so der Anfang, ja. Aber je klarer ich auf meinem Weg war und je selbstverständlicher ich das umgesetzt habe, umso entspannter wurden die auf einmal um mich herum. Also als ich die Ernährung verändert habe, bei mir war es ja aus gesundheitlichen Gründen, habe ich es verändert. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass sich meine großen Töchter auf einmal für Veganismus interessiert haben, aber aus der anderen Ecke rauskommt, also aus der ethischen Ecke rauskommt, dass sie dann auf einmal meinten, hey Mama, schau dir mal das Video an. Ist ja voll krass oder ne, guck dir das mal an. Und da hat sich auf einmal auch wieder so eine gemeinsame Ebene eröffnet. Also wir hatten wieder was, wo wir gemeinsam auch drüber uns unterhalten konnten und das hat ganz viel mit uns gemacht. Also das hat eigentlich in der Familie, wir haben viel gewonnen, möchte ich fast sagen. Also am Anfang war es schon so, dass viele gedacht haben, so was ist denn jetzt? Und es gibt immer noch welche, also Familienmitglieder der älteren Generation, sag ich mal, die ihre Probleme damit haben, die sagen, ja, aber wie kriegst du deine Nährstoffe und du musst doch Fleisch essen und das ist doch überhaupt nicht gesund, die das nicht so nachvollziehen können, die aber nicht sagen, du bist ja total bescheuert oder so. Also das habe ich eigentlich nie so richtig erlebt. Also nicht offen ins Gesicht. Vielleicht hat sich der eine oder andere dann hinter meinem Rücken mal das Maul zerrissen, aber so ins Gesicht habe ich nie unangenehme Kommentare bekommen. Aber schon Fragen so, wie geht denn das? Und das reicht doch nicht aus. Also das war
schon häufiger. Und mein Mann, der ist, also der lebt nicht vegan und der ist aber so, dass der sehr offen ist für alles. Also er hat gesagt, solange du mich nicht missionierst, kannst du alles machen, was du willst. Aber lass mir bitte meine Lieblingsspeise und nimm mir die nicht weg. Damit leben wir ganz gut. Und ich merke aber jetzt, ich meine, ich bin jetzt so 2,5 Jahre auf dieser Reise, dass er immer neugieriger wird und auch das eine oder andere ausprobiert. Also wir waren jetzt im Urlaub und dann haben die Kinder natürlich auch gesagt, wir wollen jetzt unbedingt mal, da gab es ein ganz tolles veganes Restaurant und da haben sie gesagt, da wollen wir unbedingt einmal essen gehen. Und dann hat er gesagt, okay, ich gehe mit euch hin, aber ich kenne da eh nichts zu essen. Dann sitze ich halt dabei und trinke nur was. Und zwar aber ganz anders. Er hat was total Leckeres gefunden und war hinterher so begeistert. Und ich sagte, also das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Ja. Und da merke ich schon, dass er schon so ein bisschen drüber nachdenkt auch. Und also er nimmt jetzt zum Beispiel auch, weil wir alle Chlorella immer nehmen, ja, fing er dann vor einem halben Jahr an und hat gesagt, meinst du, das tut mir auch gut? Und ich so, ja, nimm's ruhig. Und dann nimmt es jetzt jeden Tag. Und ja, also es verändert sich dann auch was, aber ohne, dass ich drauf dränge. Also das geht alles eher ja, aus meinen Familienmitgliedern heraus, also ohne, dass ich sage, ihr müsst es machen. Und bei den Kindern kam noch dazu, das heißt, bei den kleinen Kindern kam parallel zu meiner Entwicklung dazu, dass die Lebensmittelunverträglichkeiten entwickelt haben. Also die Zweitjüngste, die fing an, schon vor, das war 3,5 Jahre ist es sogar schon her, hat die mit einer Glutenunverträglichkeit begonnen. Also es war lange, bevor ich sozusagen meine Ernährung umgestellt habe. Und dann kam raus, dass sie auch eine Laktoseunverträglichkeit hat. Dann haben wir das weggelassen. Und dann hat die Kleine auf einmal Neurodermitis bekommen. Dann waren wir beim Arzt und dann hat die Ärztin getestet und hat gesagt, okay, die darf keine Milch mehr trinken. Also so kamen die Sachen auch so scheibchenweise in unsere Familie. Also jeder hat da so ein bisschen was mitgebracht. Und jetzt leben wir eigentlich sehr bewusst. Also es wird alles frisch hergestellt, es gibt keine Fertigprodukte, also das macht halt viel Arbeit. Aber ich mache es liebend gern, weil ich eben auch merke, dass bei meinen Kindern auch Allergien weggegangen sind. Also die sind einfach energiegeladener. Die eine hatte immer eine Anämie, die war immer ganz, ganz hellhäutig, blass und hatte Augenringe. Alles weggegangen und da macht man sich natürlich gerne die Arbeit. Ja, wenn man merkt, es tut allen gut. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja auch dieses Thema durch mit den Lebensmittelunverträglichkeiten. Das wurde ja auch sehr, was heißt früh, das wurde so mit 15 oder so bei mir festgestellt. Und ich hatte dann aber das Glück, dass ich zu einem Arzt kam, der sich damals schon sehr mit dem Gluten beschäftigt hat und auch für eine vegane Ernährung auch plädiert hat. Und da habe ich damals schon dann Milchprodukte weggelassen und auch kein Gluten mehr gegessen und habe halt auch gemerkt, was das einfach mit meinem Körper halt auch macht. Ja. Und habe dann jetzt auch, wenn ich Klienten habe, ich bin ja auch Heilpraktikerin, dann versuche ich denen auch zu erklären, also es wird genannt Unverträglichkeit. Ja. Und es ist aber eigentlich eine Stärke, finde ich, von einem Körper, wenn er diese Art von Rückmeldung gibt. Denn man könnte sagen, es ist ein Reframing. Auf der anderen Seite könnte man sagen, es ist einfach nicht natürlich, dass das Getreide, das wir zu uns nehmen, so einen hohen Glutenanteil überhaupt hat. Ja, das hat sich ja massiv verändert auch in den letzten Jahrzehnten und der Körper kann damit einfach ganz, ganz schlecht umgehen. Und wenn ich dann eine Rückmeldung bekomme, dann müsste ich das eigentlich loben. Ja, dann müsste ich eigentlich sagen, es ist doch wunderbar. Oder mit der Milch eben auch, das wissen wir ja alle, dass wir die einzigen Lebewesen sind, die eben von einem anderen Säugetier die Milch trinken. Ja, also es ist ja eigentlich mit dem logischen Verstand schon irgendwo erklärbar. Ne? Ja, total. Es wird dann halt Unverträglichkeit genannt, aber letztlich, wenn man wirklich mal dann auf sich hört und wie du so schön sagst, sich selbst folgt und in sich geht und mal spürt, was da eigentlich los ist, da merkt man eigentlich relativ schnell oder hat man relativ schnell die Rückmeldung, wenn man die Sachen weglässt und durch andere Dinge ersetzt, dass sich ganz schnell auch was verändert. Ja,
Ja, das ist auch das, was ich erlebt habe durch die Nahrungsumstellung, dass man einfach mehr wahrnimmt. Also man spürt auch mehr, was einem gut tut, was man vorher, also man ist so wie taub eigentlich. Genau, ganz genau. Ja. Und das ändert sich eben. Und wenn du dann auf einmal merkst, boah, das ist ja unglaublich. Und also wir stehen manchmal vor den Regalen im Supermarkt und sagen, oh Gott, nee, wenn ich das heute betrachte, ich weiß gar nicht, wie ich das früher essen konnte. Aber früher hat man es nicht wahrgenommen. Man war da irgendwie noch zu. Ja? Man hat es einfach nicht wahrgenommen, genau. Nee. Genau. Also, ja, auch so vom Zahnpasta-Regal oder egal, wo man dann steht. Ja? Ja. Da bist du ja auch Expertin. Ja? Das ist manchmal für, also wenn man dann da steht und da drauf guckt und denkt sich, okay, also sowas würde ich jetzt nicht mehr kaufen oder ich könnte es mir gar nicht mehr vorstellen. Man erinnert nochmal diesen künstlichen Geschmack im Mund, ja? Und denkt sich nur, nee, geht gar nicht. Ja? Genau. So, ja, es ändert sich sehr viel. Also die Erfahrung habe ich eben auch gemacht, dass dann auf einmal, wenn man dann so eine längere Zeit wirklich so Clean Eating oder was auch immer praktiziert hat und man isst dann mal so was richtig Künstliches oder so, oder man isst irgendwie mal so einen normalen Cracker aus dem Päckchen oder so, was dann, was das mit dem Körper eigentlich macht, ja, was man dann direkt für eine Rückmeldung bekommt. Ja. Das ist ganz interessant, weil meine jüngste Tochter, die hat früher unglaublich gerne Süßigkeiten gegessen. Also gerade für mich als Zahnärztin war das ja nicht so toll. Und als wir jetzt die Nahrungsumstellung hatten, wir haben natürlich auch weniger, wir nehmen weniger Zucker zu uns. Also es verändert sich halt auch der Geschmack. Und immer wenn die mal auf Geburtstagen eingeladen ist und es dann Süßigkeiten gibt, die sie früher total gerne gegessen hat, dann probiert sie natürlich immer noch. Und dann kommt sie aber dann oft nach Hause und sagt, Mama, mir war es so schlecht, ich konnte nur einen Teil davon essen und es ging dann gar nicht mehr. Ja. Dann denke ich mir, wow, also die war wirklich fast süchtig nach manchen Süßigkeiten. Ja. Und jetzt so klar zu spüren, das tut mir nicht gut und dann auch in der Lage zu sein als Kind, nö, ich nehme das einfach nicht mehr, weil es mir nicht gut tut. Ja. Das ist enorm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, Karin, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen, dass wir nachher nicht einfach so abbrechen müssen. Ja. Du hast ja jetzt einen Kongress geplant in 2017. Möchtest du über diesen wunderbaren Kongress noch ein bisschen was erzählen, den du jetzt geplant hast? Glaube ich, dein erster Online-Kongress jetzt, den du machst, oder? Ja, es ist mein erster Online-Kongress und ich hatte es eigentlich auch so dieses Jahr noch nicht geplant, weil ich ganz viele andere Projekte noch zu laufen habe. Aber es war einfach so, also ich meditiere halt jeden Tag. Ja, seit 2,5 Jahren habe ich mir das angewöhnt, den Tag mit Meditation zu starten. Und in der Meditation, also das ist nicht nur eine Form der Meditation, wo ich in die Stille komme, sondern da fließen einfach auch Informationen in mich rein. Und so war das, ich weiß gar nicht mehr, das war im Frühjahr diesen Jahres. Ich hatte gerade einen Videokurs online geschickt und dachte, ach ja, jetzt habe ich Ruhe. Ja? Und dann kam mir in der Morgenmeditation einfach so dieser Name Göttinnen im Alltag. Und dann dachte ich so, okay, was soll mir das jetzt sagen? Und innerhalb des Tages, ich habe immer wieder daran gedacht, Göttinnen im Alltag. Und dann dachte ich mir, das ist ein genialer Titel eigentlich für einen Kongress. Und dann habe ich gedacht, ich muss einen Kongress machen, obwohl ich überhaupt nicht bereit war dafür. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Ich werde manchmal einfach so auf Sachen gestoßen und dann ist es dann an mir zu sagen, okay, ich gehe drauf ein und schaue, was das mit mir macht. Und irgendwie der Gedanke war dann so intensiv, dass ich einen Kongress mache, dass die Angst davor, also ich hatte halt, ich habe mir das als vom technischen Know-how noch nicht zugetraut. Da war aber die Angst auf einmal so weg, dass ich gesagt habe, okay, ich mach's. Und habe das einfach für mich entschieden und mich auf den Weg gemacht und habe gesagt, okay, ich mache den Kongress. Und dann habe ich überlegt, Göttin im Alltag. Also mir war noch nur der Name klar und dann hat sich das andere drumherum gebaut. Mhm. Und dann habe ich überlegt, okay, auf meinem Weg, den ich beschritten hatte, in den letzten Jahren, haben mich halt bestimmte Frauen begleitet oder sehr stark inspiriert oder sehr stark angesprochen. Und da habe ich gedacht, genau, das sind eigentlich
Das sind im Grunde die Göttinnen im Alltag, die mir sozusagen geholfen haben, mich zu finden. Und dann war es irgendwie klar, okay, die möchte ich alle befragen. Und von denen können eben andere Frauen, die an ähnlichen Stellen im Leben stehen, wieder was lernen. Und so hat das Ganze begonnen. Also es geht im Grunde um dieses Thema Göttlichkeit im Alltag, womit nicht gemeint ist, man ist was Besonderes oder man ist jetzt erhaben über andere Frauen. Also das meint diese Göttlichkeit nicht, sondern die Göttlichkeit in uns, unsere Schöpferkraft ist damit gemeint, wie wir die eben im Alltag leben können, in verschiedenen Lebenssituationen. Mhm. Also die Frauen, die ich da befrage, sind aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Also es sind natürlich spirituelle Lehrerinnen dabei. Eine, die mich wirklich ganz stark geprägt hat, bei der habe ich auch eine Ausbildung gemacht, ein Jahr lang, die ist dabei. Und dann sind eben Frauen dabei, die zum Teil nur Mütter sind. Also was heißt nur? Aber diesen Alltag als Mutter in aber zum Teil komplizierten äußeren Bedingungen leben und da ihre Schöpferkraft ausleben. Aber es sind auch natürlich Unternehmerinnen, Weltenbummlerinnen, Rohköstlerinnen dabei. Also alle Frauen, die mich auf meinem Weg begleitet haben und die ja sehr viel zu erzählen haben. Mhm. Und ich habe den Kongress überschaubar gehalten. Also es sind jetzt, wenn die letzten drei noch zusagen, ich warte noch auf drei Zusagen, dann werden wir 21 Sprecherinnen haben, und das traue ich mir momentan zu, an technischer Umsetzung. Und wenn der Kongress gut läuft, dann ist im Grunde schon eine Fortsetzung geplant, weil ich schon ganz viele Anfragen habe und auch Frauen auf der Warteliste habe. Da stehst du übrigens auch drauf auf der Warteliste für den nächsten Kongress. Ja? Also, weil einfach ganz viele Frauen auf der Titel ist Gespräche mit Göttinnen, und da haben ganz viele Frauen darauf reagiert. Als ich das auf Facebook mal geteilt habe, kam ich auf einmal Anfragen, und das sind ganz tolle Frauen, wo ich dann denke, die müssen alle irgendwie schon noch zu Wort kommen. Aber im Moment muss ich halt so machen, dass ich damit einfach auch gut umgehen kann und gut leben kann. Und das Ganze soll im Februar nächsten Jahres, wenn alles gut geht, an den Start gehen. Im Februar nächsten Jahres, okay. Genau. Also, der Kongress hat wirklich viel Vorlaufarbeit, weil da viel, viel Arbeit dahinter steckt. Das denkt man so im ersten Moment gar nicht, aber ich übe mich gerade darin, meine technischen Blockaden zu überwinden. Das ist also auch eine neue Herausforderung wieder, die mich teilweise auch an meine Grenzen immer wieder führt. Also, da werde ich auch immer wieder geprüft, aber es geht halt wirklich Schritt für Schritt. Also nur so geht es halt wirklich vorwärts. Ja. Und du hast auch einen Online-Kurs hast du auch erstellt, Chemiefrei Leben heißt der. Genau. Also das war mir halt eben auf meinem Weg auch ganz wichtig. Also ich habe nicht nur die Ernährung umgestellt, sondern ich habe relativ schnell, als ich dann so praktisch auch mehr gespürt habe und bewusster wurde, habe ich mir überlegt, Mensch, mit wie viel Chemie umgebe ich mich eigentlich im Alltag? Ja, also mit was wasche ich die Wäsche? Mit was putze ich die Wohnung? Mit was putze ich meine Zähne? Mit was creme ich mich ein? Also welche Medikamente nehme ich zu mir? Also auf einmal stellten sich 1000 Fragen, und habe gesagt, nee, also das geht ja gar nicht mehr. Und habe dann in meinem Alltag ganz viel sozusagen umgestellt auf chemiefrei. Auf Hausmittelchen, also alte Hausmittelchen, die meine Oma schon angewendet hat, die habe ich ausgegraben. Und die ganzen Informationen und die Erfahrungen, die stecken halt in einem Online-Kurs zum Thema Kosmetik, also chemiefreie Kosmetik, chemiefreier Haushalt und chemiefreie Hausapotheke. Und den kann man auf deiner Seite www.folgedirselbst.com ist es, glaube ich, oder? Dir-selbst.com. Wir schreiben es nachher nochmal unten drunter. Ne? Da kann man den sozusagen buchen. Genau. Und dann downloaden. Oder wie funktioniert das? Genau. Kannst du mir erklären? Genau. Also, du buchst ihn und kannst ihn dann downloaden. Genau. Man kann sich dann die Videos, das ist ein Videokurs. Da ist natürlich auch ein bisschen Text dabei, aber hauptsächlich geht es um die persönliche Erklärung auch
Und also ich zeige auch, wie manche Cremchen hergestellt werden oder wie ich Shampoo herstelle, wie ich meine Putzmittel zusammenrühre. Also das ist so ein teilweise ein praktischer Kurs, aber teilweise auch theoretisch. Also ich erzähle auch ganz viel und teile ganz viel Wissen. Okay, und du hast ja jetzt auch in letzter Zeit, hast du ja auch wieder dein Wissen sozusagen auf deinem YouTube-Kanal über deine vorherige Tätigkeit, also über dein Wissen über das, was du eigentlich die ganzen Jahre gemacht hast, ja auch wieder ja, geteilt. Also sprich, du hast über Zahngesundheit viel erzählt. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr gut angekommen bei den Zuschauern. Also da hast du ja ganz viele Fragen teilweise unter den Videos drunter gehabt und so. Ja, das ist wahnsinnig gut angekommen. Also das hat auch was mit einer Heilung mit mir zu tun. Also ich hatte da ja eine Blockade fast schon entwickelt gegen meinen Beruf, als ich aufgehört habe zu arbeiten. Und habe in diesem Jahr eine Charity-Aktion mit begleitet auf den Philippinen. Da ging es um Lippenkiefer-Gaumenspaltkinder. Ich bin da hingeflogen und habe dort Workshops gegeben und habe aber auch behandelt. Und es war eben das erste Mal, dass ich wieder am Patienten gearbeitet habe, seit eben 2,5 Jahren. Und das hat wirklich was geheilt in mir. Ich habe auf einmal gespürt, also ich bin eigentlich gar nicht mehr so, ich bin irgendwie im Groll aus dem Beruf ausgestiegen, weil es einfach auch viele Dinge gab, mit denen ich nicht zufrieden war in dem System, in dem Gesundheitssystem. Und habe aber da so eine Art Versöhnung erlebt in diesem Frühjahr. Und war auf einmal wieder offen für die ganze Thematik. Und dann kam dazu, dass ich eben durch meine spirituelle Entwicklung auf einmal auch Kanäle geöffnet hatte für andere Dimensionen einfach. Und da kamen einfach so viele Informationen noch zu dem alten Wissen, das ich hatte, also aus Schulmedizin, aus alternativer, ganzheitlicher Zahnmedizin, kamen aber auf einmal noch die ganzen emotionalen Aspekte dazu. Also es gehört wirklich zur Heilung alles dazu. Also auf allen Ebenen, Körper, Geist und Seele findet nur die Heilung statt. Und also energetische Ebenen gehören auch dazu. Und das habe ich auf einmal wie so ein, also das war auf einmal, es öffnete sich auf einmal so ein Fenster und ich dachte, ja genau, das ist es. Also das ist genau auch mein Weg. Also ich spüre auch, dass es da auf dem Weg ganz cool noch geben wird. Also ich arbeite jetzt auch an E-Büchern zu dem Thema, weil die Nachfrage so riesig ist. Und es gibt wenige Zahnärzte, die eben alle Aspekte sozusagen beleuchten. Also es gibt ganzheitliche Zahnärzte, aber es gibt ganz wenige, die sich dann zum Beispiel auch mit dem Thema Psychodontie beschäftigen. Das ist eben der Aspekt, dass man wirklich das Ganze holistisch dann betrachtet und wirklich auch die emotionalen und energetischen Aspekte noch mit einbringt. Und das fühlt sich für mich total stimmig im Moment an. Klasse. Ja, und da haben wir ja auch schon mal drüber geschrieben oder drüber geredet, dass du da auch einen Vortrag halten möchtest. Ja. Kommst du ja in Hunsrück im November, ich glaube am 5. November haben wir vereinbart. Genau. Und da wirst du ja dann einen Vortrag halten, auch zu dem Thema, beziehungsweise einen interaktiven Vortrag, ein Gespräch, dann auch, wo die Leute Fragen stellen können. Da freue ich mich auch riesig drauf. Und jetzt hast du mir auch geschrieben, dass du nochmal ein Rezeptbuch erstellt hast. Möchtest du da ganz kurz noch was zu sagen? Ja, also das ist in dieser Serie der E-Bücher, die jetzt geplant sind, das erste, da geht es um vegane Süßigkeiten für gesunde Zähne. Also viele Mütter haben eben das Problem, wenn Kinder Karies haben, so was darf ich denen denn dann überhaupt noch zu essen geben? Und klar, eine gesunde, basische Ernährung ist wichtig, aus vielen also Bereichen einfach ist es wichtig, aber man kann von heute auf morgen nicht den Kindern die Süßigkeiten wegnehmen. Also ich habe das bei meinen Kindern erlebt und man muss dann eben alternative Wege finden. Und es gibt ein süßes Ersatzmittel, sag ich mal. Das ist nämlich kein Zucker und auch kein Süßstoff, sondern es ist das Xylit oder Stevia, was man alternativ nehmen kann, um eben weiterhin Kindern auch eine Süßspeise mehr anzubieten, damit die eben da auch befriedigt sind. Ja. Und da habe ich Rezepte entwickelt und dieses Rezeptbuch ist jetzt schon fast fertig. Das wird demnächst eben dann auch veröffentlicht werden.
um eben da wirklich Müttern Alternativen zu bieten. Ja. Xylit hat eben noch einen weiteren Vorteil, es kann eben Kariesbakterien hemmen, aktiv, und dadurch eben auch das Kariesrisiko minimieren. Also das ist total interessant, und insofern habe ich gedacht, das muss jetzt auch ganz schnell unter die Leute, dieses Thema, weil eben die Anfragen auch riesig sind. Also ich kriege täglich E-Mails und Anfragen zu den Themen, und viele Mütter sind dabei, die wirklich verzweifelt sind, und das fühlt sich für mich momentan wirklich so an, dass es raus will in die Welt. Wunderbar, ja. Es fühlt sich für mich auch total gut an, auch als du damit angefangen hast, über dieses Thema zu reden, weil ich ja vorher auch gelesen habe, oder wir hatten uns unterhalten, du hast erzählt, du bist eigentlich Zahnärztin, und dieses Wissen, das du einfach auch hast, jetzt zu kombinieren mit dem vielen, was du zusätzlich noch gelernt hast, was du auch weißt, wo du dein Bewusstsein auch erweitert hast und so, das finde ich, ist ein Riesengeschenk auch einfach an die Menschen. Ja, ja, es ist noch ein Riesengeschenk für mich. Ja. Also weil sich eben alles jetzt zusammenfügt, weil ich jetzt auch einfach sehe, okay, es war alles richtig. Also mein Lebensweg, auch das, was ich vorher gemacht habe, war alles richtig und wichtig für das, was ich jetzt daraus entwickle. Also ne, es wächst einfach was, was sonst auch nicht hätte wachsen können, wenn ich die Erlebnisse vorher nicht gehabt hätte. Ne? Wunderbar. Ja, sehr, sehr wertvoll. Liebe Karin, wir sind jetzt schon am Ende von unserem Interview, bevor wir dann irgendwie unterbrochen werden. Mhm. Möchte ich dir ganz, ganz herzlich danken. Ja, ich danke dir. Für die Informationen, die du uns gegeben hast. Ja, und ich hoffe, wir machen bald wieder oder irgendwann wieder ein Video, aber jetzt als nächstes werden wir uns ja dann im Hunsrück treffen. Genau. Ja, und ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen Kanal, für deinen Blog, für den Kongress vor allem, der ja jetzt ansteht. Vielen Dank. Ja, auch für deine Familie. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich dabei sein durfte jetzt. Danke, liebe Karin. Mach's gut. Ja. Namaste. Namaste.